Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Tobis Hardware-Ecke. Ich bin nicht der Tobi, ich bin der Roy. Was wollen wir uns heute anschauen? Naja, es geht so ein bisschen um den Build A, den ich euch noch schuldig bin. Und zum anderen wollen wir uns die hier anschauen. Und zwar ist es die Thermaltake TH280 V2 Ultra ARGB Sync. Was ist das? 280er AIO mit ein paar netten Features. ARGB-Beleuchtung und einem schicken Display im Pumpenkopf. Ob die was kann, was sie taugt, schauen wir uns natürlich an. Ich würde sagen, los geht's. Wollen wir uns erstmal die technischen Daten so ein bisschen zu Gemüte führen. Was haben wir hier? Also, ich habe es schon mal ausgepackt in weiser Voraussicht. Wir haben hier eine 280 mm AIO, der hier. Der Radiator ist aus Aluminium, die Coldplate ist aus Kupfer. Wir haben hier ein 2,1 Zoll Display, was angesteuert wird über die RGB Plus 2.0 Software von Thermaltake. Wir haben dabei zwei CT140 ARGB Lüfter. Das sind die hier, die kennen wir auch schon, obwohl hier steht jetzt TT1425 drauf. Kannst euch auch noch mal einblenden nachher. Auf jeden Fall ARGB-Lüfter mit 140 mm. Die drehen von 500 bis 1800 Umdrehungen. Das ist so der Wirkungsbereich, den die haben. Was haben wir noch dabei? Wir haben hier dabei einmal USB-C, um den Pumpenkopf hier anzusteuern, dass man den per Software steuern kann. Wir haben natürlich Splitterkabel für ARGB, wir haben Splitterkabel für die Lüfter. Wir haben, das finde ich immer ganz cool, das für die ARGB-Anschlüsse, wenn man die zusammen macht, kann man diese Dinger drüber schieben, dann gehen die nicht mehr auseinander. Kennt bestimmt jeder, System zusammengebaut, alles leuchtet, bis auf einen Lüfter. Kabel raus, naja, alles nochmal auseinanderbauen, hinten Kabelmanagement, im schlimmsten Fall nochmal zerlegen. Neu zusammenbauen wollen wir natürlich nicht, deswegen die Dinger sind gar nicht so verkehrt. Was haben wir noch? Verschiedene Backplates für unseren Kühler. Wir haben hier die Halterungs-Brackets, zwei Stück. Ja, zwei Stück. Muss man dann natürlich eruieren, was für unseres ist. Das hier ist für die Lüfter und die AIO zum Befestigen. Wir haben dann hier unsere Mounting-Hardware, je nach Sockel natürlich unterschiedlich. Und ein bisschen Wärmeleitpaste. Wir werden natürlich auch genau diese Wärmeleitpaste im Test verwenden, damit wir sehen, was für eine Performance ihr out of the box erwartet. Also machen wir ja immer so, wenn Wärmeleitpaste dabei ist, nehme ich die auch einfach, um die Experience abzubilden oder die Ergebnisse auch abzubilden, die normaler User, der sich das Ding kauft, dann auch hat. So, hier unser The Tower 200, da soll das Ganze reinwandern. Werden wir natürlich dann machen. Und ich würde sagen, los geht's. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn. Off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. Don't ever stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it.
I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic. Yeah, if I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. So, wie ihr hier sehen könnt, da ist er jetzt endlich fertig geworden, unser Master Chief Bild im Thermal Take der Tower 200, hatte ich euch auch versprochen. Ich finde persönlich, ist mega geil geworden. Mir gefällt es richtig gut. Sowohl hier das Display da oben, das kleine hier unten, wo man sich die Informationen noch anzeigen lässt. Alles ein bisschen farblich aufeinander abgestimmt. Mega schick. Also mir persönlich gefällt es richtig gut. Aber es soll ja nicht nur um das Aussehen gehen, sondern auch um die Performance von der TH280 von Thermaltake V2 Ultra. Und die ist, muss ich sagen, ziemlich gut. Warum? Wir schauen uns mal die Werte an. Ich blende euch jetzt mal die Folien ein, was wir hier so rausgemessen haben. Vorab nochmal zu sagen, wir haben uns hier natürlich angeschaut mit zwei Lüftergeschwindigkeiten. Und zwar, wir machen das ja immer so einmal mit 50%, einmal mit 100% Lüftergeschwindigkeit. In dem Fall sind 50% 900 Umdrehungen und die 100% entspricht 1800 Umdrehungen. Wir haben das in verschiedenen Leistungsstufen durchgemessen. 145 Watt für die CPU, 190 Watt und einmal 240 Watt. Und da schauen wir uns jetzt mal die Ergebnisse an. Ich würde sagen, wir schauen mal rein in die Folien. Wir haben natürlich für den Torture-Test unser Prime 95 herangezogen, um mal die CPU wirklich so ein bisschen glühen zu lassen und zu gucken, was da kommt. Wir haben Custom-Torture-Test-Settings verwendet, das heißt Min-FFT-Size 8K und Max-FFT-Size auch 8K. Wir haben Run-FFTs in Place als Option verwendet und wir haben AVX2 ausgeschaltet. Wie die Ergebnisse aussehen, schauen wir uns jetzt an. Und zwar haben wir hier, wie gesagt, bei 145 Watt und 50% Lüftergeschwindigkeit einen Durchschnitt erreicht von 58 Grad Celsius, eine Maximaltemperatur von 61 Grad. Bei 190 Watt haben wir 73 Grad im Schnitt und 76 Grad Maximum. Bei 240 Watt haben wir 88 Grad im Schnitt und 92 Grad maximal. Wir haben das Ganze mit HW Info ausgelesen. Bei 100% Lüftergeschwindigkeit, also 1800 Umdrehungen der 140 mm Lüfter, erreichen wir bei 145 Watt 55 Grad im Schnitt und 57 Grad maximal. Bei 190 Watt 69 Grad im Schnitt und 73 maximal. Und jetzt kommt eine ganz große Ausrufezeichen der TH280 bei 100% Lüftergeschwindigkeit und 240 Watt haben wir 80 Grad im Schnitt und 83 Grad maximal. Das ist wirklich eine absolute Hausnummer. Die Kühlleistung dieser AEU ist tatsächlich sehr, sehr gut. Also die bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau. Immer dran bedenken, wir haben die mitgelieferte Wärmeleitpaste verwendet, damit wir wirklich ein Out-of-the-Box-Experience haben. Sprich, das, was der Kunde geliefert kriegt, wenn er sich die AEO kauft und die so einbaut, das haben wir ja auch dementsprechend nachgestellt.
So, da sind wir jetzt auch mal in der Thermaltake-Software, um uns hier mal anzuschauen, was wir denn hier so eigentlich konfigurieren können. Um das Display hier einzustellen, müssen wir auf Beleuchtung und dann dementsprechend das Display auswählen. Wir haben jetzt hier unten auch im Gehäuse das andere noch drin. Uns geht es aber jetzt hier um die I/O, deswegen die Ultra 2.1 LCD anwählen. Dann sehen wir schon, hier habe ich jetzt mein GIF hochgeladen. Das könnte man hier auch nochmal ändern. Ja, da gibt es zum Beispiel auch ein Thermaltake-Logo oder dieses Halo-GIF. Das ist halt das, was wir jetzt drauf haben. Ich breche das jetzt auch mal ab, weil das haben wir schon gemacht. Ihr könnt es dann dementsprechend mittig platzieren, dass ihr es ordentlich drin habt. Wir können hier unsere Werte anzeigen lassen. Indem wir das reinsetzen, würde er uns das dann dementsprechend auch im Display mit anzeigen. Das ist natürlich ganz cool gemacht. Des Weiteren können wir uns aber auch auf einen Wert festlegen, ändert aber natürlich die Optik, weil wir das dann nicht mehr dieses animierte GIF haben, sondern tatsächlich die Temperaturanzeige hier in dem Fall. Wir können uns da auch anzeigen lassen die Taktfrequenz, wir können uns anzeigen lassen die CPU-Last, wir können uns anzeigen lassen die GPU-Temperatur, die GPU-Taktfrequenz, GPU-Belastung, die Speichergröße. Wir können uns anzeigen lassen die Speicherfrequenz, die Speichertemperatur, Speicherlast, die Flüssigkeitstemperatur, die hier in dem Kreislauf ist. Dann gibt es das sogenannte Karussell, haben die das genannt bei Thermaltake. Und zwar, da zirkelt er praktisch durch diese ganzen Werte durch. Ne? Er zeigt den einen Wert ein paar Sekunden an, danach den nächsten, dann den nächsten, dann den nächsten. Ja, könnt ihr euch auch dementsprechend hier auswählen, was ihr davon sehen wollt. Ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, diese Farben hier komplett anzupassen. Das ist ganz cool. Können wir uns das Wetter drauf anzeigen lassen. Gibt es auch verschiedene Sachen, die ihr hier noch mit einblenden könnt. Dann gibt es noch Uhren. Da gibt es verschiedene Sorten. Also verschiedene Layouts. Die könnt ihr euch hier auch anwählen. Und das nach eurer Vorliebe einstellen. Ich gehe jetzt mal wieder zurück auf unsere Datei, die wir verwendet haben. Und dann seht ihr schon, er switcht das wieder zurück. Die einzige Sache, die mir nicht ganz so gefällt, leider habe ich dafür keine Möglichkeit gefunden, ist hier die Schriftgröße anzupassen. Ich hätte das gern größer gezogen, aber oder verschoben innerhalb des Displays. Nur das geht leider nicht. Also das kriege ich tatsächlich hier nicht bewegt. Ich kann das hier nur in der Geschwindigkeit anpassen, wie schnell das durch. Zirkel, die Helligkeit vom Text, die Bildschirmhelligkeit kann ich anpassen und das Licht kann ich anpassen. Ich kann mir auch anpassen, was er mir anzeigt, aber nicht, wie groß die Schrift ist. Das finde ich halt leider ein bisschen schade. Ich hoffe aber, dadurch, dass das nur eine kleine softwareseitige Sache ist, dass man das in Zukunft fixt, würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, weil das Ganze noch schöner machen, als es sowieso schon ist, weil es funktioniert ja gut. Ihr seht, da kam eine kleine Fehlermeldung, warum auch immer. Funktioniert aber trotzdem tadellos. Seht ihr schon, zack. Funktioniert alles problemlos. Wie gesagt, ein paar kleine Schönheitsfehler. Fehler würde ich nicht sagen. Die Möglichkeit der Anpassung fehlt halt. Wenn das noch kommt, finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Die Software an sich gibt keine Rätsel auf, funktioniert auch alles. Wenn man sich da ein bisschen durchklickt, ist das auch so ziemlich selbsterklärend, was man da machen kann. Kaputt machen kann man auf jeden Fall nichts. Jetzt habt ihr die Leistungsdaten gesehen. Unter Gaming Last kann ich euch gleich nochmal sagen, bewegt sich die I/O konstant unter 60 Grad. Also die CPU wird nicht wärmer als 60 Grad. Ich habe es in verschiedenen Spielen getestet, von Call of Duty über andere Geschichten. Also da merkt ihr wirklich, dass diese I/O hier richtig gut leistet. Und wir hatten, ich habe das Standard-Setting verwendet und Asus ist da ein bisschen aggressiv auf den ROG Strix Mainboards. Also teilweise, wenn die CPU boostet, zieht die sich laut HW Info bis zu 260 Watt. Also, da sind kleine Peaks, aber im Schnitt, wie gesagt, unter 60 Grad absolut bedenkenlos.
Ich persönlich regle das auch immer runter und stelle die von Intel vorgegebenen Spezifikationen ein. Das heißt, im Falle eines 12.700K sind das 190 Watt, was er sich im Boost ziehen darf. Ich nagel den meistens darauf fest, ist leistungsmäßig so gut wie kein Unterschied. Es sei denn, wer das Letzte aus der CPU rausprügeln will, kostet es, was es wolle und auch auf dem Verbrauch nicht viel gibt. Der kann das vielleicht höher noch ausreizen, aber auch selbst das macht die I/O ohne Probleme mit. Ihr seht's gerade, ich bin hier neben dem System und es ist wirklich flüsterleise. Also das ist wirklich gut. Man hört die Pumpe nicht, die Lüfter sind sehr leise, die Displays sind auf jeden Fall sehr cool. Also ich finde es mega, diese Anpassungsmöglichkeiten, einmal vom Display, was man sich zu dem The Tower 200 dazu gönnen kann, wenn man noch 120 € Budget übrig hat. Braucht man jetzt nicht unbedingt, weil die I/O hat ja auch eins. Aber ich finde den Look halt ganz cool. Kommen wir zum Fazit. Wie gesagt, leistungsstark, top. Verarbeitung sehr gut. Wir haben eine leise I/O, die sehr leistungsstark ist. Das liegt zum einen daran, weil der Radiator ziemlich stark ist, also der ist relativ dick. Wir haben gute 140 mm Lüfter, die zum einen nicht wirklich laut sind, zum anderen aber genügend Luft bewegen, damit wir hier eine ordentliche Kühlleistung erreichen. Wir haben ein anpassbares Display. Die Software habt ihr ja gesehen. Das Einzige, was mir persönlich nicht gut gefällt an der Software oder ich bin froh, dass es eine softwareseitige Sache ist, weil die kann man immer relativ leicht beheben. Ich würde mir wünschen, dass wenn ich wie jetzt hier so ein animiertes Logo verwende in dem LCD-Display, dass man die Schriftgröße verändern oder anpassen kann. Das wäre ganz cool, weil ja, es zeigt mir die Informationen noch an, die ich haben will, nur die sind sehr klein. Das heißt, wenn ich da wirklich was erkennen will, dann drücke ich mit meiner Nase da vorne gegen das Glas, weil die Zahlen so klein sind. Klar, man könnte jetzt auch sagen, ja, kannst du ja die Informationen einblenden lassen. Ja, aber ich hole mir auch so ein Display, ja, auch ein bisschen wegen der Optik. Das heißt, ich möchte ja dieses animierte GIF dort drüber wandern lassen. Was auch eine Möglichkeit wäre, wenn man es einfügt in der Software, dass man zwischen diesen animierten GIF noch die Zwischeninformationen anzeigen kann. Sprich, dass man sich das animierte GIF einblenden lässt. Wenn das durchgelaufen ist, schwenkt er um auf Informationen, die ich anwählen kann. Ja, CPU-Temperatur, GPU-Temperatur, was weiß ich. Alles möglich. Aber wie gesagt, Gott sei Dank nur eine softwareseitige Sache. Das kann man tatsächlich anpassen. Würde ich mir wünschen, dass das passiert. Ansonsten wirklich habe ich mich sehr darüber gefreut, A, dass wir von Thermaltake uns das mal anschauen durften. Vielen Dank hierfür nochmal. Und zum anderen, die ist wirklich gut. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich freue mich darüber, diesen schönen Bild hier gemacht haben zu dürfen, weil das hat A, echt Spaß gemacht, weil das Gehäuse toll ist, von den Möglichkeiten, die es bietet. B, weil die Komponenten ziemlich cool aussehen da drinnen. Und es hat sich doch letztendlich alles prima zusammengefügt. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert fleißig, schreibt mir ein paar Anregungen rein, was möchtet ihr vielleicht in Zukunft sehen. Wenn ihr einen Hersteller habt, wo euch was interessiert, könnt ihr uns ja mal mit der Nase sozusagen draufdrücken. Wir werden versuchen, Kontakt aufzunehmen. Vielleicht klappt ja das eine oder andere. Ansonsten macht's gut, eure Ciao. Thank you.